wird Ihnen präsentiert von Honda Civic. Es gibt die Wildnis auch in der Zivilisation. Wenigstens stückweise. Die Schweiz ist ein übernutztes Land. Tausende von Pflanzen und Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Doch da ist auch eine andere Schweiz. Dort wächst der Wald zu neuer Wildnis. Tiere, die längst ausgerottet waren, kehren zurück. Etwa der Bär zum ersten Mal wieder in den Kanton Uri. Und plötzlich tauchte er eigentlich auf dem Tag X. Ich konnte das einfach nicht glauben, oder? Der Bartgeier, der größte Vogel Europas, segelt erneut in den Alpen. Und den Waldrappen wird das Fliegen wieder beigebracht. Reno Sommerhalder, der schweizerisch-kanadische Bärenforscher, sucht weltweit Orte auf, wo die Wildnis zurückkehrt. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns einfach wieder einen Schritt nähern dieser Natur und nicht einen Schritt weiter zurücktreten, wie wir das in den letzten 100 Jahren vielleicht gemacht haben. Und womöglich wird auch das größte Säugetier Europas in der Schweiz wieder heimisch werden. Jahrhunderte nach seinem Verschwinden. Vor 30 Jahren ist Reno Sommerhalder, gebürtiger Schweizer, nach Banff gezogen, in den ältesten Nationalpark Kanadas. Hier wirkt er als Bärenexperte, als Vortragsreisender, als weltweit tätiger Missionar für eine intakte Natur. Banff bietet eine betörend reiche Tier- und Pflanzenwelt. Auf einer Fläche, die größer ist als der Kanton Bern. Eigentlich ist das eine perfekte Wildnis. Doch etwas fehlt. Der Bison. Vor 130 Jahren wurde er hier ausgerottet. Der Bison hat sich über Hunderttausende von Jahren entwickelt. Und dieser Nische hier im Nationalpark, diesen Steppenregionen, angepasst. Der Bison gehört dahin. Er hat schon immer dahin gehört und der Lebensraum ist noch vorhanden. Und wir haben die Verantwortung, unsere Fehler von der Vergangenheit richtig zu machen. Ein halbes Jahr später. Es ist Januar 2017. Sommerhalders Wunsch geht in Erfüllung. Die kanadische Regierung bringt den Bison zurück nach Banff. 16 Tiere aus dem Nationalpark Elk Island sollen den Anfang machen für eine neue Bison-Population. Kilometer weit geht die Reise durch die Provinz Alberta. In Banff sollen die Bisons die Ökologie bereichern. Als Grasfresser die Flächen offen halten, als Beutetiere den Wölfen, Bären und Pumas das Überleben erleichtern. Die letzten 25 Kilometer hinein ins abgelegene Panther Valley sind nur noch mit einem Helikopter zu bewältigen. Anderthalb Jahre werden die Bisons in einem großen Gehege gehalten und beobachtet. Danach sollen sie völlig ausgewildert werden. Zehn trächtige Weibchen, sechs junge Bullen.
Ein halbes Jahr später wird diese Herde bereits um 10 frisch geborene Kälber gewachsen sein. Welschenrohr im Solothurner Jura. Der Hof soll matt. Hier sollen erstmals in der Schweiz Wisenzer wieder heimisch werden. Diese europäischen Verwandten der Bisons. Benjamin Brunner könnte der erste Wisent Ranger der Schweiz werden. Die Idee zu diesem Vorhaben stammt von Naturschützern und Biologen. Und der Biobauer ließ sich dafür begeistern. Ja, vor einem Jahr circa noch gar nichts gewusst über die Wisent. Ich habe nicht einmal gewusst, dass die bei uns mal gegeben hat. Also eindrücklich war es, dass wir Wildtiere zurückbekommen sollen, die es schon bald 1000 Jahre nicht mehr gibt. Und vor allem, was ich sagen konnte, sollen die so gutmütig sein, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die in unserer Gesellschaft mit uns zusammenleben können. Der Naturpark Thal erstreckt sich über große Waldgebiete. 10 Wisente sollen in einem 100 Hektar Gehege zuerst beobachtet und dann nach 2 Jahren in Freiheit entlassen werden. Die Waldbesitzerin, die Bürgergemeinde Solothurn, hat bereits ihr Einverständnis gegeben. Brunners Nachbarn allerdings haben Bedenken. Sie fürchten die Wisente als mögliche Futterräuber. Was antwortet ihnen Benjamin Brunner? Ich sage, wir müssen halt den Mut haben und warten, weil direkte Schäden sollte es ja nicht geben. Wir würden ja entgelten. Und damit sollte es für alle spannend sein. Und wir haben versprochen, wenn es nicht funktioniert, dass wir abbrechen. Komm, 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 komm! Brunner betreibt heute Muttertierhaltung. Damit das Publikum auch wirklich Wisente zu Gesicht bekommt, plant er eigens, ein Schaugehege einzurichten. Das Gehege kommt ab den Bäumen durch, kommt hier vor der Waldzunge runter und geht durch die Waldecke wieder zu einem Kreislauf zusammen. Das könnte für unseren Naturpark Thal eine riesige Chance sein. Wir haben hier viele Gastronomiebetriebe, die ein bisschen suchen, wie das eigentlich gesamtschweizerisch ist. Und für die, wie auch die Hotels, könnte das natürlich eine Chance geben durch einen sanften Tourismus. Wisente in der Schweiz. Es gibt sie schon. Allerdings nur hinter Zäunen. Mehrere Schweizer Zoos präsentieren diese archaischen Kolosse. Der Tierpark Goldau züchtet sie seit 2001. Tierpfleger Bruno Herger ist mit den europäischen Bisons vertraut. Grundsätzlich sind es Kühe. Der Umgang ist Kühe. Man kann rufen, sie kommen alles. Wir schauen einfach, dass wir keinen direkten Kontakt haben, weil ja, das Tier ist doch nicht so 1000 Kilo. Und wenn mir erst auf dem Fuß steht, habe ich ein Problem. Abschrankungen sieht man, wir sind eher ein bisschen vorsichtig. Wir haben auch noch mit Strom, dass sicher nichts passiert, weil man muss manchmal auch trennen, dass wir schauen, dass sie nicht zusammenkommen. Wir hatten nie ein Problem mit ihnen, nie einen Unfall, nie nichts, dass einer raus wäre oder so. Aber sonst sind es eigentlich ziemlich einfache Tiere zum Handhaben, zum Händeln für uns, zum Schaffen. Der Tierpark Goldau beteiligt sich aktiv an der Wiederansiedlung der Wisente in Europa. Bereits 7 Wisente aus der Innerschweiz sind in osteuropäische Wälder gegangen. Reno Sommerhalter trifft Tierarzt Martin Wehrle von der Tierparkdirektion. Dieser ist mit den Wiederansiedlungsprojekten befasst. Wie beurteilt er die Idee, Wisente auch im Jura auszuwildern? Es gibt ja in Deutschland so ein ähnliches Projekt, wo in einem grossen Waldgebiet Wisente quasi in halb natürlichen Bedingungen wieder leben.
So, ich denke, so etwas könnte ich mir im Jura durchaus vorstellen, gerade mit der Entwicklung von der Landwirtschaft richtig extensiv. Zum Teil hat im Jura natürlich auch verschiedene Betriebe, die die intensive Landwirtschaft aufgegeben haben. Und das kann es wieder für die Natur, für natürliche Tierhaltungen, für Wiederansiedlung von Tierarten auch Platz geben. Ein Frühlingsmorgen oberhalb des Bodensees im deutschen Überlingen. Eine kleine Wohnwagensiedlung etwas außerhalb des Ortes. In der Nähe hat Reno Sommerhalder sein Zelt aufgeschlagen. Das Camp der Waldrappe. Ein Ibisvogel, der vor 400 Jahren in Europa ausgerottet worden ist. Zu lecker schmeckte den Menschen damals das Fleisch dieses Tieres. Nun bemühen sich Menschen von heute, den Vogel in Europa wieder in die Luft zu bringen. Ein eigenartiges Bild. Zwei junge Frauen sitzen fast tagelang im Gehege und herzen die jungen Waldrappen. Ziehmutter, das heißt, dass ich eigentlich den ganzen Tag für die Vögel da bin. Also zusammen mit meiner Kollegin, wir füttern sie, streicheln sie, wir zeigen ihnen, was nicht gefährlich ist, wir zeigen ihnen, was gefährlich ist, also sie lernen von uns. Ja, wir verbringen eigentlich den ganzen Tag mit den Vögeln, so lange, bis wir sie dann in die Freiheit entlassen können. Sie sind sehr neugierig, sie müssen alles mit dem Schnabel betasten, was sie finden, alles Neue sowieso. Sie sind sehr anhänglich, also sehr, sehr sozial. Also sie kommen auch her, fordern die Streicheleinheiten ein. Erfolg oder Misserfolg dieses Projektes hängen davon ab, ob die Vögel die Frauen als Ziehmütter akzeptieren. Die 31 jungen Zugvögel stammen aus Zoos und haben keine Ahnung von Flugrouten. Keine Vogelmutter konnte es ihnen zeigen. Deshalb sollen sie Ende Sommer den beiden Ziehmüttern ins Winterquartier in die Toskana folgen. Es ist sehr wichtig, dass sich die Vögel sicher fühlen bei uns. Also sie müssen, vor allem um sie dann später trainieren zu können, müssen sie bei Gefahr nicht abhauen vor uns, sondern sie müssen zu uns herkommen. Also sie müssen verstehen, dass sie nur bei uns sicher sind. Das Interesse an den Waldrappen ist groß. Immer wieder lassen sich Besucher über das Projekt ins Bild setzen. Da ist viel Sympathie für den speziellen Vogel. Hängt sehr damit zusammen, auch, dass er eigentlich kaum Konfliktpotenzial hat. Das ist natürlich immer ein großes Thema bei Wiederansiedlungen. Und da sind wir recht gut bedient, sage ich mal, mit dem Waldrapp. Er macht eben weder im Ökosystem einen Schaden, verdrängt keine anderen Tierarten, aber insbesondere auch, es ist kein Konflikt mit irgendwelchen Interessensgruppen da. Landwirtschaft, Forst, Jagd, Fischerei. In 4 Jahren hat das Waldrapp-Team 70 Vögel auf die richtige Flugroute gebracht. Ein Erfolg, der allerdings bedroht ist durch die Schießlust in Italien. 5 Waldrappe wurden dort im letzten Herbst vom Himmel geschossen. Mehrheitlich die italienischen Vogeljäger halten sich schon an die Richtlinien, also schießen auf das, was an Vogelarten legitim ist zu schießen, jetzt nach Jagdrecht. Aber ein gewisser Prozentsatz schert sich darum offensichtlich nichts und schießt auf alles, eben auch auf Waldrappe. Wir haben wenig, also die Erfahrungen, die wir haben, zeigen, dass sie nicht bewusst gezielt auf Waldrappe schießen, sondern dass sie einfach auf alle schießen. Und wenn das ein Waldrapp ist, dann ist es immer Waldrapp so, gell? In der Schweiz berühmt wurde der einsame Shorty, ein Waldrappweibchen, das sich 2014 und 2015 aus der Toskana in die Schweiz verirrte. Der zweite Schweizbesuch hat den Vogel fast das Leben gekostet. Das hätte nimmer überlebt, wenn nicht ein Fußgänger, der hat ihn am Boden gefunden im Winter, schon angefrorenen Flügel gehabt, ist im Tierpark Golda dann aufgenommen worden und betreut worden und hat es überstanden.
Aber seitdem lassen wir den Vogel nicht mehr migrieren. Also, der lebt zwar mit unseren Waldrappen mit, aber wir transportieren ihn im Herbst immer ins Wintergebiet und transferieren ihn im Frühjahr wieder ins Brutgebiet. Hey, hallo mein Schatz! Ja, willkommen auf dem Boden. Da Stocher sucht einen Wurm. Komm, da ist der Wurm. Du kannst eh schon selber fressen. Ja, ich hab's schon mal gesehen, wie du einen Wurm gefressen hast. Du kannst mich gar nicht verarschen. Die Vögel zwischen 42 und 54 Tage alt sind inzwischen alle Flücke. Schon in einigen Tagen wird man mit dem spektakulären Flugtraining beginnen können. Im äußersten Osten von Polen, an der Grenze zu Weißrussland. Hier liegt der Nationalpark von Białowieża. In seinem Kerngebiet der größte Urwald Europas. Fast magisch wirkt die Wildnis von Białowieża. Es ist Frühling. Der feuchte Boden ist übersät von Buschwindröschen. Schön. Sind wir wieder zurück. Reno Sommerhalder ist auf der Suche nach dem größten wildlebenden Säugetier Europas. Es muss in der Nähe sein. Frische Wiesenspuren sind überall zu sehen. Eigentlich ist es ein Waldtier, doch gelegentlich sucht der Grasfresser nach Nahrung auch in den umliegenden Wiesen. Heute jedoch bleibt das Tier unsichtbar. Eines hat Sommerhalder an diesem Tag gelernt. Es braucht Glück, um Wiesente in freier Wildbahn beobachten zu können. Die polnische Akademie der Wissenschaft in Białowieża. Rafał Kowalczyk ist einer der renommiertesten Wiesenforscher. Schränke voller Schädel verdeutlichen den Umfang seiner Forschung. 16, 18 years old. Ja. The big bison. Ja. It's very unique, you know. It was restored. Es ist ein einzigartiges Tier. Alle heute freilebenden Wisente stammen von einigen Zootieren ab, die überlebt haben. Heute gibt es in Europa wieder an mehreren Orten wilde Wisente. Doch noch immer ist diese Spezies seltener als beispielsweise das schwarze Nashorn, welches ein Symbol ist für die bedrohten Tierarten. Deshalb ist der Wert des Wisent vergleichbar mit jenem des schwarzen Nashorns. Der Wisent ist, könnte man sagen, das schwarze Nashorn Europas. Hätten Sie eine Empfehlung für die Schweiz, wo man ebenfalls wieder Wisente auswildern möchte? Jede Wiederansiedlung ist zu begrüßen. Doch dazu braucht es einen passenden Lebensraum, ein Waldgebiet, gemischt mit offenem Gelände. Gemäß unserer Forschung lebten Wisente vor rund 2000, 3000 Jahren im Gebiet der Schweiz. Damit würde also dieses große Tier zurückkehren. Das ist eine großartige Idee. Es würde überdies die touristische Attraktivität der Region erhöhen. Es würde also der Wirtschaft dort einen Schub verleihen. Fahrt vor Sonnenaufgang aus dem Dorf ins nahe Umland. Auf der Suche nach wilden Wisenten. Vor 90 Jahren waren diese gänzlich ausgerottet. 1952 wurden erstmals Zoo-Wisente in Białowieża wieder ausgewildert. Heute leben erneut 1000 dieser Tiere im polnisch-weißrussischen Wald. Die Chancen, diese außerhalb des Waldes zu sehen, sind in den Morgenstunden am besten. Haben sich die Tiere erstmal ins Gehölz zurückgezogen, ist es schwierig, Wisente aufzuspüren.
Möglicherweise halten sich welche dort auf den Feldern auf. Es ist ein Gebiet außerhalb des Nationalparks, wo Grasland Futter verspricht. In einer Waldlücke liegen zwei Bullen. Nachdem sie die Menschen entdeckt haben, werden sie unruhig. Yeah, it'd be kind of nice, you know, to have some charge. Sind Wisente gefährlich für Menschen? Wenn man die Tiere nicht stört und eine gewisse Distanz einhält, sind sie unproblematisch. Es gab kaum Attacken auf Touristen. Das Problem ist, dass die Leute oft zu nah rangehen. Sie stören die Tiere, besonders wenn sie sich mit ihren Handys für Fotos nähern. Dann kann es vorkommen, dass die Wisente die Leute davonjagen. Doch meist stoppen die Tiere dann. Ein eigentlicher Angriff kommt sehr selten vor. Bis heute gab es bei solchen Vorfällen noch nie Tote. Der Wald von Białowieża ist in seinem Kern eine der letzten großen Urwälder Europas. Der größte. Und dieser Lebensraum der Wisente ist bedroht. Die polnische Regierung hat große Flächen zum Abholzen freigegeben. Weltweit wurden Proteste dagegen laut. Sowohl die UNESCO als auch der Europäische Gerichtshof haben die Regierung aufgefordert, die Zerstörung des Waldes einzustellen. Bislang vergeblich. Das ist ein einzigartiger Wald. Er ist seit der letzten Eiszeit in 12.000 Jahren kontinuierlich gewachsen. Das ist der bestbewahrte Wald in Europa. Wir brauchen solche Gebiete. Er ist auch wichtig aus touristischer Sicht. Touristen kommen nicht hierher, um einen gewöhnlichen, bewirtschafteten Wald zu besuchen. Die Menschen wollen diesen einzigartigen, vielfältigen Wald sehen, der auch magisch ist, dunkel und feucht. Białowieża, das polnische Dorf, welches dem Urwald den Namen gab. In den letzten Jahren hat der kleine Grenzort einen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Dank der touristischen Anziehungskraft des Nationalparks. Wisente sind zum wirtschaftlichen Glücksbringer der Menschen hier geworden. Aus ganz Europa kommen Besucher, um nach den großen Tieren zu suchen. In einem Wald, der nun durch eine kurzsichtige Holzwirtschaft womöglich unwiederbringlich Schaden erleidet. Reno Sommerhalder geht noch einmal in die Wildnis. In diesen Wald, der so riesig ist, dass 1000 mächtige Tiere darin unsichtbar verschwinden können. Und dann, unvermittelt, zeigt sich zwischen den Bäumen ein Wisentbulle. Wenige Meter entfernt ein zweites Tier. Archaische, kraftstrotzende Lebewesen, die in die Urzeit zurückweisen und sich im Europa der Gegenwart allmählich wieder etwas Raum erobern.
das Urner Isental, abgelegen und waldreich. Vor rund 200 Jahren war hier einer der letzten Urner Bären zugange. Ein Einzelgänger, der die Leute damals in Angst und Schrecken versetzte. Eine Treibjagd brachte hier den Bären zur Strecke. Geschossen am 29. Mai 1820. Seither präsentiert das Dorf die Bärentatzen der Öffentlichkeit. Diese sollten wohl den Triumph über das scheinbar Böse bedeuten. Doch aus der Trophäe ist inzwischen ein Symbol geworden. Für eine gewandelte Beziehung Mensch-Natur. So schreibt der örtliche Tourismusverein und lädt auf einen Bärenweg ein. Und nun, 200 Jahre später, ist erstmals wieder ein Bär ins Urnerland zurückgekehrt. Unterwegs war er vor allem im Schächental, dem Arbeitsgebiet von Wildhüter Freddy Arnold. Im Sommer 2016 ist er hier angekommen. Ein halbes Jahr später, Ende Winter, ist ungewiss, wo das Tier geblieben ist. Die letzte Meldung ist von dort oben, wo die Liegenschaft ist. Da in dem Gegenhang ist der Bär ist da, in dem Gitter weg, so durch und ist nachher da richtig Sulztal gelaufen. Und von dort war noch fertig. Das war am 28. Oktober 2016. Und von dort haben wir keine sicheren Nachweise mehr. Und so ist das Urner Schächental, ein stark besiedeltes Bergtal, zum Bärenland geworden. Ist der Bär noch hier? Unten im Reusstal kündigt sich der Frühling an. Gämsen sind aus den Höhen heruntergestiegen, um zwischen den Schneeresten etwas Gras zu finden. Es ist Ende Winter. Wenn der Bär noch hier ist, wird er in nächster Zeit wieder auftauchen müssen. Man macht sich schon Gedanken, wie geht das weiter? Oder? Kommt er wieder zu uns, ist er da, macht er die gleichen Runden, dreht er da wieder ja, seine Kreise oder wie auch immer. Und ob er sich wieder gleich verhält wie das letzte Jahr, ist nur schwierig zu sagen. Oder? Aber das letzte Jahr hat er sich sehr gut verhalten, wir hatten keine Probleme. Aber ob das Jahr wieder ist, ja, weiß niemand wahrscheinlich. Zu hoffen wäre es, wäre schön, wäre für den Bär auch gut. Wäre für uns sicher aber auch sehr gut. Ja. Am Horizont der Surenenpass, wo kürzlich eine andere, weniger schöne Geschichte ihr Ende fand. Freddy Arnold und seine Kollegen mussten dort einen Wolf erlegen, der auf den Urner Schafweiden gewütet hatte. Mit dem Wolf gibt es natürlich gerade mehr, die so viele Alpen haben, so viele Schafe, die halt auf den Alpen oben sind. Das gibt viele Probleme. Freddy Arnold hat die ganze Bärengeschichte dokumentiert, die im Juni so begonnen hat. Da hat mir am Morgen ein Büro geleitet, der Heike Spuren. Also gesagt, hat er gesagt, das war noch ganz lustig. Er hat gesagt, ich kenne ja den Bauer gut. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe dir noch etwas. Und dann habe ich gesagt, ja, was hast du, Wieso? Und dann hat er gesagt, wahrscheinlich ist der Bär bei ihm oben vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, was? Komm jetzt. Ich kann das einfach nicht glauben. Oder? Und da musst du ja sicher sein. Das ist ja irgendetwas, das wirklich wahrscheinlich einschlägt, wenn ich Bombe. Da, wo der Pfeil ist, das war die erste Spur, die wir hatten, wo der Bauer mir das gemeldet hat. Heute haben wir da plötzlich so einen Abdruck gefunden und gesagt, das ist ein komischer Abdruck. Ist das. Und dann haben wir ein bisschen genau geklärt und dann haben wir so viel gesagt, ja, das ist doch eine Bärenspur, aber es ist ja schön möglich, oder? Es war vermutlich dieser Bär, der zuvor im Bündnerland in eine Fotofalle geraten war. Also am Anfang war es sicher eine grosse Skepsis herum, oder? Das ist schon klar. Aber im Verlauf vom Sommer, wo eigentlich der Bär hat sich wirklich sehr, sehr unauffällig verhalten. Er ist nie noch an die Tiere gekommen. Man hatte keine Schäden an Nutztieren gehabt. Man hatte keine demolierte Bienenhäusle gehabt. Alles das ist eigentlich nicht passiert. Und so ist nachher die Akzeptanz, wenn ich das so sagen kann, ist noch eigentlich viel grösser gewesen. Es gab viele Spuren. Aber nur wenige Menschen konnten den scheuen Bären auch sehen. Alle im Verlauf des Sommers, wo dann noch der Bär gesehen haben, oder so,
Die haben gesagt, hey, das war für mich ein einmaliges Erlebnis. Reno Sommerhalder unterwegs im Trentino. Von hier stammen der Urnerbär, wie auch das übrige Dutzend Bären, welches seit 2005 die Schweiz besucht hat. Der Naturpark Adamello Brenta in der italienischen Provinz Trentino. Es ist der Lebensraum der europäischen Alpenbraunbären. Nur 40 Kilometer sind es von hier ins schweizerische Puschlav. Es ist Mai und Reno Sommerhalder hat sich aufgemacht zu einer ersten Erkundung der Gegend. Obschon die Zivilisation recht nahe scheint, sind bereits weniger hundert Höhenmeter weiter oben keine Menschen mehr anzutreffen. Zu steil, zu wild ist dieses italienische Alpenland. Sommerhalder sucht nach Stellen, wo sich Wildtierkameras erfolgversprechend montieren lassen. Die Stelle hier wäre eigentlich ideal. Es ist ein abgelegenes Doppel. Es hat viel Grünzeug. Es ist Frühling, die ersten Gräser. Buchennüsse gerade im nahegelegenen Wald. Vom letzten Jahr noch Eicheln ein paar. Wenig Menschen gerade da rum. Es ist kein Wanderweg. Es ist ein Wildtierpfad, ein Wildwechsel. Die Möglichkeiten sind nicht schlecht da. Ein mehrstündiger Aufstieg führt über die Waldgrenze hinaus. Zelt, Filmausrüstung und die Verpflegung für mehrere Tage lasten auf dem Rücken. Reno Sommerhalder hofft, hier mit Bären in Kontakt zu kommen. Und dann tatsächlich, ein Männchen bewegt sich im steilen Hang. Auf der Krete erscheint ein zweites Tier, ein Weibchen. Offenbar wird Reno Sommerhalder hier Zeuge einer Liebesgeschichte. Er beschließt, an dieser Stelle auszuharren. Denn die Lage gestattet einen weiten Blick über das Tal. Eine halbe Stunde später. Eine Hirschkuh scheint vor dem Menschen zu fliehen. Doch schnell wird klar, das Tier nahm reißaus vor dem Bärenpärchen von vorhin, welches mittlerweile das Tal in unglaublich schnellem Gang durchquert hat. Die Tiere scheinen liebesblind, beachten den Menschen nicht. Wenig später taucht ein zweites Männchen auf. Der eigenartige, breitbeinige Gang, Sommerhalder nennt es einen Cowboy-Shuffle, verrät das paarungsbereite Männchen, das Eindruck machen möchte. Doch die Mühen dieses Männchens sind vergebens. Das Weibchen hat sich bereits für den anderen entschieden. Die Erwartung, dass man das hier könnte beobachten könnte, die hätte ich niemals gehabt. Es ist also wirklich ganz, ganz eine schöne und fantastische und extrem unerwartete Beobachtung, die uns hier jetzt gelungen ist. Es ist für mich wahnsinnig, den Herzschlag zu spüren, nicht meinen eigenen, der auch sehr viel schneller schlägt. Aber der Herzschlag von der Natur, der Herzschlag,
von diesem Ökosystem. Und der Bär, der symbolisiert ein intaktes Ökosystem. Und das ist das, was ich ständig suche. Reno Sommerhalder steigt weiter auf. Der Schnee, der hier oben in den letzten Tagen noch mal gefallen ist, rückt näher. Eine Herde Mufflons, Wildschafe. Eigentlich gehören diese Tiere nicht hierher. Sie sind von Jägern ausgesetzt worden, um etwas vor die Flinte zu kriegen. Reno Sommerhalder beschließt, sein Zelt auf einem Berggrat zu errichten. Und nochmal lässt sich ein Bär blicken, ganz in der Nähe des Zeltes. Es ist das helle Weibchen vom Nachmittag. Trient, die Hauptstadt der Provinz Trentino. Im Verwaltungsgebäude der Provinzregierung ist auch das Umweltschutzdepartement untergebracht. Hier wirkt Claudio Groff. Er hat die Wiederansiedlung der Bären im Trentino in den letzten 20 Jahren geleitet. In jüngster Zeit ist seine Arbeit schwieriger geworden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Akzeptanz heute viel schlechter ist als zu Beginn des Projekts. Das hat auch damit zu tun, dass wir heute viel mehr Bären haben. Von 2002 bis 2015 ist die Population auf rund 50 Bären gewachsen. Es gibt also auch mehr Schäden. Und da waren zudem einige sehr nahe Begegnungen und sogar Unfälle. Ein Mann wurde dabei ernsthaft verletzt. Dies hat die Zustimmung schlechter werden lassen. Überdies haben wir auch festgestellt, dass die Wilderei zunimmt. Wir fanden vergiftete Bären und einer wurde erschossen. Und das sind nur jene, die wir gefunden haben. Und nun ist ein Bär aus dem Trentino auch erstmals ins Innerste der Schweiz, in den Kanton Uri, gewandert. Wenn wir diesen Tieren wirklich eine Chance geben wollen, in den Alpen zu leben, dann müssen wir etwas toleranter sein als bisher. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, Schäden zu akzeptieren. Gewiss, Schäden können zu einem großen Teil verhindert werden, wenn man es richtig macht. Doch ganz verhindern kann man sie nicht. Wenn man null Schäden will, dann hat man null Bären, null Wölfe, null Luchse. Doch wir möchten keine Alpen ohne diese Tiere. Also müssen wir toleranter werden und ernsthaft an der Prävention von Schäden arbeiten. Und hierin ist die Schweiz gut, wie mir scheint. Das Trentiner Bärenland. Es ist auch ein Tourismusland. In Madonna di Campiglio muss man gar von einer Tourismusindustrie sprechen. In diesen trüben Maitagen steht die Maschine still. Doch in der Hochsaison füllen sich 50.000 Betten. 3 Millionen Übernachtungen zählt die Region jährlich. Was bedeutet es, in diesem hochgerüsteten Touristenzentrum neben Bären zu leben? Ich glaube, Bären sind eine Chance für unsere Destination, weil die Menschen fasziniert sind von ihnen. Andererseits fürchten sich Menschen manchmal auch vor Bären. Denn offensichtlich sind es starke, mächtige Tiere. About this animal, obviously it is a powerful animal. Bären sind überall präsent in Madonna di Campiglio. Die Pelztiere sind dienlich die Sehnsucht der städtischen Menschen nach Natur, nach Wildnis anzuregen. Bears give value
Bären verleihen unserem touristischen Image Auftrieb. Wenn Bären in dieser Gegend leben, bedeutet dies, dass die Qualität der Natur sehr hoch ist. Der Bär ist ein Qualitätsmerkmal. Tourismusmanager Matteo Bonaparte lebt seit jeher in diesem Tal. Doch selbst hat er in seinem Leben erst einmal einen Bären gesehen. Die Bären sind zurückhaltende Mitbewohner dieses Landes. Morgendliche Fahrt in eines der vielen wilden Täler. Claudio Groff, der Chef des Trentiner Bärenprojekts, ist unterwegs zu einem Ort, wo in den letzten Tagen mehrere Bären gesichtet worden sind. In diesem menschenleeren Tal treffen sich im Frühling Bären jeweils zur Paarung. Fast unglaublich. In diesem steilen Felsabhang sollen Bären leben. Also mit denen der Felswand sind vor zwei Tagen sind zwei Weibli und ein Männli gsi. Und wenn du die Felswand anschaust, es ist wahnsinnig steil. Aber es hat so Vorsprünge, so Grasvorsprünge. Und dort oben sind die beobachtet worden. Und das ist eigentlich typisch für Männli, wo die Weibli während der Paarungszeit, die jetzt stattfindet, hoch auftreibt. Im Grunde genommen, dass sie freie Sicht haben, ins alpine Gelände. Wo sie dann eben freie Sicht haben und sie besser können kontrollieren im offenen Gelände. Claudio Groff ist unterwegs mit Mitarbeitern und einem Journalisten der Repubblica, einer einflussreichen italienischen Zeitung. Kommunikation ist eine wichtige Tätigkeit Groffs. Verständnis wecken in Zeiten schwindender Akzeptanz. In der Nacht zuvor fiel starker Regen. Die Luft ist mit Feuchtigkeit gesättigt. Die Gruppe steigt höher hinauf, in der Hoffnung, der Nebel möge sich etwas lichten. Ein Kratzbaum. An einem Nagel hängt ein Büschel Bärenhaar. Und da ist ein schönes Sample da. Ziemlich frisch. Sieht aus, dass es ziemlich frisch ist. Und sie tun da so kleine Haken dran von Stacheldraht. Dass die Haarsamples besser hängen bleiben. Und die tun sie dann einsammeln und die Genetik daraus lesen. Gelegentlich öffnet sich die Sicht kurz auf die felsige Bergflanke an der gegenüberliegenden Talseite, wo sich Bären aufhalten sollen. The same way of the bears, which is up on the right, yeah. Dann schiebt sich wieder eine Nebelwand vor den Ausblick. Das Liebesspiel der Bären bleibt heute vor menschlichen Blicken geschützt. Man beschließt, den Aufstieg wenigstens für das Anbringen einer Wildtierkamera zu nutzen. Frühere Resultate einer Fotofalle zeigen, so eindrücklich kann das Bärenvorkommen im Trentino aussehen.
Das ist eine Gegend, wo der Bär stets präsent ist. Weißt du, welcher Bär? Es sind mehrere Bären. Wenn man das hier richtig macht und die Batterie in Schuss hält, ist es zu 99% sicher. Die Provinzregierung entschädigt für Schäden durch Bären und bezahlt auch für Maßnahmen zur Verhinderung von solchen, wie diese Absicherung eines Bienenhäuschens. Und doch, Schäden wird es trotzdem geben. Und am schlimmsten ist, wenn Menschen betroffen sind. Gleich 4 solcher Unfälle haben sich in den letzten 3 Jahren ereignet. Ja, das war sehr hart, diese Situationen zu handhaben. Für mich, für alle, die sich mit den Bären befassen. Da besteht kein Zweifel. Die Anstrengungen zur Prävention wurden noch mal verstärkt. Noch mehr Aufklärung, noch mehr Orientierungsversammlungen. Gewiss, das kann wieder passieren, das ist klar. Wir können nicht 100% sicher sein. Überall auf der Welt, wo es Bären gibt, können solche Unfälle vorkommen. Doch wenn man weiß, wie sich verhalten, kann man dieses Risiko sehr, sehr stark vermindern. Das Risiko muss auch gering sein. Andernfalls kann man es den Menschen, die hier leben, nicht zumuten. Im deutschen Allgäu, 40 Kilometer vom Bodensee entfernt. 600 Jahre lang lebten hier St. Galler-Mönche. Heute wohnt hier ein Mann, dessen Spiritualität der Natur und ihrem Kosmos gilt. Wolf-Dieter Storl, ein deutsch-amerikanischer Kulturanthropologe, Autor zahlreicher Bücher über Pflanzen und ihre Kräfte. Wildnis ist die Natur, wie sie in sich ist, ohne unsere Technologie und Einwirkung. Es ist, was die Chinesen zum Beispiel als Zhujian bezeichnen. Und das finde ich so wunderbar. Während ich hier sitze, wächst das Gras von ganz allein und die Wolken schweben. Da braucht man nichts zu machen. Und dieses ist in einer Harmonie. Denn wenn man in die Natur schaut, besonders in Urwälder oder natürliche Gegenden, immer harmonisch. Nie findet man, dass die Blumen passen nicht zusammen. Deswegen tut es uns gut, denn es erzeugt in uns Resonanz, sodass wir auch etwas von dieser natürlichen Harmonie mitbekommen. Und das können wir in den Alltag hineintragen. Und woher rührt die Angst der Menschen vor dieser Wildnis? Wir waren Jäger und Sammler als Menschen mindestens 3 Millionen Jahre lang. Und erst die zivilisierten Menschen entwickelten eine Angst. Für die Naturvölker, die ich als Ethnologe kenne, ist die Natur das Zuhause, da fühlt man sich gut. In der heutigen Zeit haben die Menschen Angst, weil sie so weit entfremdet sind. Die Entfremdung von der Natur ist zugleich eine Entfremdung von ihrem wahren Selbst. Und entfremdete Menschen lassen sich auch besser beherrschen. Und ich sehe keinen Grund, Angst vor der Natur zu haben. Ich habe eher Angst vor der Stadt. Ich habe eher Angst vor den Menschen als wie vor der Natur. So Gemswurst oder sowas. Wolf-Dieter Storl, der Wildnisphilosoph, ist auch ein Kenner des Bärenlebens. Die sind hier auf. Die wurden ausgebildet. Der Löwenzahn ist eine der wichtigsten Pflanzen für die Grizzly- und Schwarzbären in Kanada bei uns im Frühling. Jetzt im Juni fressen sie es wie Wahnsinn, Mai und Juni. Aber was hat es da drin, das so wichtig ist für die Bären, wichtig sein könnte? Also, was denkst du? Voller Vitamine und Mineralien. Es hat auch viel Kali, was den auch den Stoffwechsel reinigt. Und die Bären, die fressen als allererstes, wenn sie rauskommen im Frühling, fressen sie Sachen, die erstmal den Stuhlgang in Gang setzen. Ja, das heißt ja bei den Indianern, dass die, also bei den Cheyenne und den Algonquien überhaupt, dass
die Bären die Meister der Pflanzenkunde sind. Mhm. Die wissen instinktiv, mit diesem wunderbaren Riechvermögen. Die können ja, du kennst das Sprichwort, ein Adler sieht ein Blatt fallen, ein Kojote hört es und ein Bär riecht es. Ja. Warum glaubst du, brauchen wir Menschen die Natur? Wir haben immer mit und in der Natur gelebt. Und dass die Natur ist unser Zuhause. Wir sind angepasst an die Natur. Und wir werden krank in der heutigen Zeit durch Naturferne. Aha. Und das wird wie umgekehrt, als ob die Natur uns krank macht. Da gibt es Leute, die haben Angst vor Fuchsbandwurm und jetzt der Hantavirus. Hast du schon mal gehört, Hantavirus? Ja, ja, ja. Also mein Gott, dann lebt man lieber in kleinen Kasten, kriegt die Natur virtuell mit und dann mit Aromatherapie noch einige Naturdüfte und dann ist man sicherer. Ja. Ja, solange sie so glänzend sind, kann man sie gut essen. Ja, das war sehr gesund. Mit dem Stängel fast besser. Mit dem Stängel, ja. Like a rabbit. Like a rabbit? I'm sure bears would eat it. I can imagine. Storl ist ein Wissenschaftler, der sein Wissen auch jenseits der Wissenschaft holt. Ich bin immer noch Wissenschaftler, aber bin über die Grenzen hinaus. Und weil ich immer wieder gespürt habe, und da danke ich so auch den Naturvölkern, die ich kannte und der eigenen Intuition, die Welt hört nicht auf, wo die empirische Wissenschaft ihre Grenzen hat, sondern unsere Welt, unser Universum ist viel, viel tiefer und ist eigentlich unendlich tief. Ja. Die Wildnis, die wilde Natur hat uns seit Urzeiten begleitet. Sie ist eigentlich das Zuhause unserer Seele. Ab wann sind denn die Alpen bewirtschaftet? Ja, also da zuerst fahren sie von unten den Boden. Aha. Mit rum. Ja. Und dann kommen sie in den Häufen. Aber erst, ja, das wird Juli. Wahrscheinlich Juli. Das ist die grösste Kuhalp von der Schweiz, unter den Boden. Ah ja. Sind über 1000 Kühe. Über 1000, ja, das ist riesengroß. Der Urnabär ist erwacht aus dem Winterschlaf. Zuhinterst im Schächental. Oben am Klausenpass auf 1900 Meter Höhe. Wildhüter Freddy Arnold zeigt Reno Sommerhalder, wo er kürzlich die ersten Spuren des Bären im Schnee entdeckt hat. Du bist manchmal extrem überrascht, was für zerklüftete Klemmen die Winterhöhlen reinbauen. Ah ja, ja. Und das sieht man, ja, das sieht nicht schlecht aus, aber es ist fast steinig. Ausser er findet irgendwo eine halb vorgemachte Höhle unten am Boden von so einer Klippe da. Genau. Jetzt natürlich schon oben dran, jetzt schon. Ah, ja. Der Nischen, Welsnischen oder so. Der Urnabär, der irgendwo da draußen so unauffällig durch die Gegend streift, ist ein junges Männchen. Und soweit bekannt waren dies auch die anderen Bären, welche seit 2005 in die Schweiz kamen. Spätestens mit der Geschlechtsreife zieht es die Bärenjünglinge jedoch wieder zurück ins Trentino. Denn hierzulande finden sie keine Liebe. Vom Männchen geht fast gar keine Gefahr aus. Mhm. Meistens kommt die Gefahr von adulten Weibchen, von Jungtieren. Ja, weil die von Jungtieren sind. Also die Bären, die in die Schweiz einwandern, die jungen Männchen, it's not a problem. Ja. Hoffst du, er bleibt? Also, gute Frage. Es war eine sehr intensive Zeit. Also es war sehr intensiv, aber vielleicht auch, weil wir noch zu wenig gewusst haben. Es sind so viele Fragen, sehr viele Telefone, sehr viele Ängste. Es ist beides, also wenn er sich so verhält, das ist vielleicht ein bisschen beides gesagt, aber ja, weiss ich nicht, es ist ja nie passiert bis jetzt. Oder? Das ist eine Bereicherung, du sagst so, und das hat man auch manchmal versucht, den Leuten zu sagen. Also wenn ein Tier, ja, so ein grosses Rad, der da den Platz findet,
noch muss ich sagen, ist das eine Bereicherung für die ganze Region, also für den ganzen Kanton Uri. Also ich habe das Gefühl, das ist sehr positiv, oder? Noch stimmt es irgendwie noch. Also da stimmt es und das kann man eigentlich stolz sein. Ich meine, wenn ich das Wappentier hier anschaue und jetzt den Nasenring wegnimmst und die zwei Hörner, dann sieht es aus wie einem Bär. Wo aber gegenüber im Wolf, das ist völlig etwas anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Also, da ist einfach die Akzeptanz nicht vorhanden. Freddy Arnold war früher auch Jäger. Er ist ein Mann des Schächentals. Seine Nachbarn sind Bauern. Als Wildhüter hat er da oft eine schwierige Arbeit. Als Wildhüter bist du immer zwischen den Fronten. Du hockst immer dazwischen. Auf der einen Seite ist ein Gesetz, das ganz klar sagt, es ist ein geschütztes Tier, oder? Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, das braucht es nicht. Ja, das kannst du immer anschauen, wenn du willst. Oder? Und da bist du natürlich, als Wildhüter bist du noch dazwischen drin. Die Aula in Bürgelen ist voll besetzt, als die Urner Behörden die Bevölkerung über den Bären informieren. Detailliert schildern Wildhüter Freddy Arnold und seine Kollegen den Besuch des Großraubtiers im Innerschweizer Kanton. Jede Sichtung wird erwähnt, jede Spur erläutert. Es soll niemand sagen können, Dinge seien unter den Teppich gekehrt worden. Auch hier wieder konnte man super Spuren öffnen, wirklich sehr frisch. Das ist eine Abhältung, dann ist er durch, hat den Krallen rausfahren. Josef Walker, der Urner Jagdverwalter, erzählt vom Abschuss des letzten Bären im Urnerland. Und er schildert das heutige Schweizer Bärenkonzept, in welchem es den unauffälligen Bären gibt, den Problembären und für das Tier eine tödliche Kategorie, den Risikobären. Josef Walker streut den Menschen keinen Sand in die Augen. Es kann dann aber natürlich sein, also da müssen wir uns auch nicht vormachen, Bärenbegegnungen können auch tödlich sein, also das ist klar. Also vor allem eben, wenn die Jungbären im Spiel sind mit einer Bärin, dann kann es dann schon sehr heikel werden, weil sie dann das Gefühl hat, jetzt wollen wir repariert die Jungbären töten. Und das ist dann natürlich, es können sehr heikle Sachen daraus ergeben. Das Publikum verdankt die Transparenz mit Applaus. Da ist nicht eine einzige kritische Frage. Ja, es ist sicher interessant, dass wir so ein Tier hier haben und eine neue Erfahrung, die wir machen. Wenn man sieht, wie wenig Beobachtungen dass man da hat von Leuten, die das wirklich gesehen haben und auf welche Distanz, ist es nicht so, dass ich jetzt da mehr Angst habe. Ich nehme es schon an, wenn man jetzt leider noch eine Distanz eines gesehen bekam, würde man jedenfalls auch mal ein Gefühl bekommen. Das glaube ich jetzt auch. Aber nicht, dass man jetzt, glaube ich, direkt mehr als Angst hat. Es gibt in Uri aber auch eine Opposition gegen die Großraubtiere. Eine Gruppe von Jägern und Bauern hat eine kantonale Initiative lanciert. Unter anderem sollen Wolf und Bär im Schadensfall schneller getötet werden können. Christian Arnold, Bauer und SVP-Landrat, ist einer der Initianten. Der Wolf ist gekommen, hat gerissen. Und auf eine brutale Art, oder? Also wir haben teilweise Bilder, wo die Schafe sind teilweise sind tot gewesen, teilweise sind halb lebendig genug gewesen, oder? Mhm. Da sind Lämmer rumgelegen von den trächtigen Schafen und so weiter. Und gerissen eigentlich, kann man sagen, bis eigentlich nie mehr rum war. Also respektive nie mehr rum war. Die anderen sind einfach, ja, hier muss richtig verstorben, die Schafe, oder? Dann sind verstärkt gewesen. Ja, aus dem Grund ist es eben doppelt so wichtig, dass Herdenschutzhunde eingeführt werden, weil das würde das Verhalten von diesen Wölfen sehr, sehr stark verändern. Man hat verschiedene Sachen probiert, Herdenschutzhund mit Lahmen und so weiter hat man probiert. Aber auch dort ist es nicht einfach, in der Topografie, die wir haben, dass man wirklich den Herdenschutz gewährleisten kann. Weil die Schafe sind dann nicht auf einem Haufen, die sind dann verteilt. Oder? Mhm. Und von dem her wird es einfach schwierig werden, dass man nicht. Es gibt Alpen, wo man es kann machen, den Herdenschutz, aber der grössere Teil ist nicht machbar. Aus meiner Sicht, und natürlich habe ich die Erfahrung nicht, die du an den Tag legst oder mit deinen Schafen, aber es kommt mir so vor, dass ein gewisser Schutz mit Sicherheit möglich ist. Dass es vielleicht nicht hundertprozentig möglich ist, das verstehe ich vollkommen. Vor allem hier in diesem zerklüfteten Gelände. Aber das ist ja eigentlich auch die Aufgabe von einem Herdenschutzhund, dass er nicht nur die Herde beschützt, sondern auch die Herde zusammenhaltet, oder? Für uns steht aber einfach klar, das Nutztier, das Schaf selber als solches im Vordergrund. Oder? Und wir müssen einfach da sehen, der Herdenschutz, der wird nicht zu 100%, wie du gesagt hast, kann man den gewährleisten. Aber wir haben
Nutztiere, da ist eine Zucht dahinter. Die Tiere werden gepflegt auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es zu denen geschaut, nicht nur im Sommer. Das ist ein Problem, das Kompromiss verlangt von beiden Seiten, das ist klar. Wir werden auch, wenn wir hundertprozentigen Herdenschutz werden haben, werden wir den Verlust nie auf 0% anbringen. Das ist einfach nicht die Realität. Und auf eine gewisse Art geht es auch um ein Toleranzverhalten des Menschen, oder? Dass wir bereit sind, eine gewisse Anzahl von diesen Schafen zu opfern, mehr oder weniger für eine reichhaltige Natur, die der Großteil von den Menschen in der Schweiz würde befürworten. Natürlich sind das nicht die, die dann den Verlust haben, wie wir das haben. Für uns ist das einfach das Thema Grossräubtier aber hauptsächlich das Thema mit dem Wolf in erster Linie. Oder? Mhm. Da haben wir ein Problem. Und da, also, wenn man eine Patentlesung hat, dass es funktioniert nachher, oder? Aber so, wenn wir es jetzt anschauen, dann kann man sagen, dass wir einfach also einen grossen Teil von den Alpen aufgeben. Oder? Das passiert das teilweise auch. Zugegebenermassen, es ist in der Schweiz ist es nicht einfach. Und überall, wo du eine höhere Menschendichte hast, mit mehr Nutztieren, wird es problematischer. Der Wolf kommt ins historische Museum Uri. Es ist das Tier, welches im Jahr zuvor auf Anordnung der Regierung am Surnenpass erlegt worden ist. Mal, jetzt ist es tiptop. Sehr gut. Im 68 wurde das Tier italienischer Herkunft genannt. Über 70 Schafe und Ziegen hat der Wolf auf den Urner Alpweiden gerissen. Und jetzt bei dem M68 war es eigentlich relativ klar gewesen. Der Schaden ist einfach zu gross geworden, ist auch über dem Schwellenwert gewesen. Und nachher ist es ganz klar, dass wir den Auftrag haben, den Wolf zu erlegen. Der Wolf, von Jägern und Schafhaltern verwünscht. Doch Förster im Bündnerland begrüßen seinen Beitrag zum Gleichgewicht der Natur. Im Kalandergebiet, wo sich das erste Wolfsrudel der Schweiz gebildet hat, nahmen dank der Wölfe die übergroßen Hirschbestände ab. Und damit ebenso die Waldschäden. Der Wolf. Er ist auch der Grund, weshalb Reno Sommerhalder in den amerikanischen Yellowstone Park reist. Er will dort erfahren, was die Rückkehr des Wolfes im ältesten Nationalpark der Welt bewirkt hat. Prägend sind in dieser Landschaft die Bisons, zuweilen auch als Verkehrshindernis. Seit jeher ist das ebenso die Heimat der Grizzlybären. Doch der Wolf war in diesem Park ausgerottet, bis er 1995 wieder angesiedelt worden ist. Mit fast unglaublichen Folgen. Die Wölfe veränderten das gesamte Ökosystem, ja, sogar den Lauf der Flüsse. Vor der Rückkehr der Wölfe hatten die Hirsche und Elche wenige Feinde. Sie vermehrten sich ungebremst, fraßen die Wälder kahl, zerstörten den Jungwuchs. Doch mit den Wölfen reduzierte sich die Hirsch- und Elchpopulation drastisch. Die Vegetation erholte sich. Vögel kehrten zurück. Und den Bibern, die wieder Bäume zum Abnagen fanden, folgten ihre Vetter, die Bisamratten. Die wiedererstarkten Wälder stabilisierten die Flussufer. Flüsse begradigten ihren Lauf. Eine Kettenreaktion hatte das ganze Pflanzen- und Tierreich erfasst. Die Artenvielfalt nahm zu. Ein Gleichgewicht des Ökosystems stellte sich ein. Dies innerhalb von nur 20 Jahren. Seither müssen auch die Bisons das Wolfsrudel im Auge behalten. Ansonsten haben sie den Verlust ihrer Jungtiere zu fürchten. Das Bündnerland am Ofenpass.
Der Bartgeier ist mit einer Spannweite von 3 Metern der größte Vogel Europas. 1913 wurde der letzte seiner Art in den europäischen Alpen getötet. Nun fliegt er wieder. 1991 erhob sich erstmals ein Bartgeier wieder in den Schweizer Himmel. Hier am Ofenpass. Der Tierpark Goldau ist für Familien ein beliebter Freizeitpark, wo auch ganz nahe Begegnungen mit Tieren möglich sind. Doch da ist eine ebenso wichtige wissenschaftliche Aufgabe. Goldau wirkt mit, ausgerotteten Tierarten zu einem neuen Leben in Freiheit zu verhelfen. Thank you. Bei der Wiederansiedlung der Bartgeier hatte Biologe Daniel Hecklin allerdings gegen alte Märchen anzukämpfen. Der große Vogel jage Lämmer, ja sogar kleine Kinder. Also das mit den Kindern, das ist, glaube ich, wirklich gegessen. Aha. Aber es ist halt schon, es ist in den Lehrbüchern gestanden. Und es waren schöne, spannende Geschichten, okay, oder, die eindrücklich gemacht haben, die man eigentlich in der Kindererziehung können einsetzen konnte. So im Stil, pass auf, sonst kommt in den Geier holen. Und wie sieht es mit den Jagdgelüsten des großen Geiers aus? Das kann man einfach inzwischen nach über 30-jähriger Wiederansiedlungsgeschichte kann man auch wirklich das sehr gut ausruhen. Nicht einen Fall gegeben. Nein, also jetzt, wir haben keinen Fall von Beuteschlag, wo man hätte können dokumentieren in dieser Geschichte. Es ist nie beobachtet worden, dass sie eine Jagdstrategie hätte, zum Tier den Hang abjagen, dass die abstürzen. Seltene Bilder, die zeigen, wie ein Bartgeier Aasstücke auf eine Geröllhalde fallen lässt, um die Knochen zu zerkleinern. Der Bartgeier ernährt sich ausschließlich von toten Tieren. Seine Nahrung besteht zu 70% aus Knochen. Auf der Obwaldner Melchseefrutt, ein regnerischer Sommertag. Trotz der Kälte sind mehrere hundert Menschen heraufgekommen. Sie wollen dabei sein, wenn in Kürze 2 junge Bartgeier ausgewildert werden. Das ist jetzt der Bartgeier BG 960, ein Weibli mit Sarah Isler. Sie ist Veterinärin am Tierpark Goldau auch. Also ihr seht, der Bartgeier, ihr müsst euch vorstellen, BG 960 ist 95 Tage erst. Ist schon 5 Kilo schwer und hat eine Spannweite. Ihr seht es hier, das ist deutlich über 1 Meter. Also hat schon fast eine Spannweite von 2,50 Meter. Für die Bartgeier ist das natürlich streng hier. Es ist ein strenger Tag für sie. Wir wissen aber, sie erholt sich schnell. Und es hilft auch, ein bisschen, dass sie scheuch werden. Und das kommt ihnen Schluss am Ende auch zu gut, dass sie den Mensch eigentlich nicht mit etwas Positivem, sondern mit etwas Negativem verbindet. Es sind eigentlich wirklich extrem friedliche Vögel. Schon wenn man das Jungtier rausnehmen muss, die Adult, also die ausgewachsenen Tiere, die sind überhaupt nicht aggressiv dem Menschen gegenüber. Der ruhige Menschenzug durch die neblige Berglandschaft gleicht einer Prozession. Zumindest ist es eine große Sympathiebekundung für einen Vogel, der immer noch ein sehr seltenes, bedrohtes Tier ist. Sympathien für ein eindrückliches Lebewesen, das keine anderen Tiere jagt, das keinen Anlass bietet für Konflikte, auch nicht mit Jägern. Oben dieser Runze seht ihr eine kleine Wiese, gerade beim Fels zu. Und das ist die Auswilderungsnische. Hinauf zum Horst darf nur noch eine kleine Gruppe steigen. Die jungen Bartgeier können noch nicht fliegen.
können sich das Futter noch nicht selbst beschaffen. Sie werden in den nächsten Wochen weiterhin Betreuung nötig haben. Zurück im Waldrapp-Camp im deutschen Überlingen, etwas oberhalb vom Bodensee. Heute ist Flugtraining angesagt. Ziehmutter Anne Schmalstieg ist vor allem daran gelegen, die Vögel vor dem Übungsflug zu beruhigen. Als Fluggerät dient ein motorisierter Gleitschirm, der gut 40 Stundenkilometer schnell fliegt. Eine Geschwindigkeit, die jener der Waldrappe entspricht. Ihr seid ganz frei, fliegt sie einfach so. Wenn die eine das Gefühl hat, man sollte landen, dann tut es. Die Ziehmutter hat die Vögel aus dem Gehege gelassen. Der Flug soll rund eine halbe Stunde dauern, bis zur Zwischenlandung auf einem kleinen Flugplatz. Projektleiter Johannes Fritz begleitet den Waldrappschwarm am Boden. Fantastisch. Sogar haben sie Ansätze einer Formation gezeigt, was um diese Jahreszeit noch eher ungewöhnlich ist. Sie sind fantastisch trainiert. Man sieht so jetzt bei so einem schönen Start gar nicht, was da an Arbeit dahinter steckt, bis man einmal so weit kommt, dass die Vögel in dieser Art und Weise dem Fluggerät folgen. Der Hauptanspruch ist am Anfang für die Vögel, und das braucht Wochen, bis sie das Fluggerät mit der Bezugsperson in Verbindung bringen. Erst diese Verbindung zwischen Fluggerät und Bezugsperson gibt ihnen einen Grund, dem Fluggerät nachzufliegen. Also fantastische Arbeit, ich bin begeistert. Nachdem in der Woche zuvor das Flugtraining wegen schlechten Wetters ausgesetzt werden musste, ist die Erleichterung nun groß, dass alles geklappt hat, dass alle Vögel mitgeflogen sind. Die Wiederansiedlung des Waldraps in Europa ist ein aufwendiges, teures Projekt, getragen auch durch die EU. Ich verstehe es auch ein bisschen eben als Auftrag, wenn sich die Möglichkeit ergibt, eine Tierart wieder in ihrem angestammten Lebensraum heimisch zu machen und diese Tierart durch menschliche Einwirkung verschwunden ist, dann haben wir doch auch als Gesellschaft die Verantwortung, das zumindest zu versuchen. Johannes Fritz hat sein Fluggerät mitgebracht. Er wird als zweiter Pilot mit den Vögeln zum Camp zurückfliegen. Seit 4 Jahren werden Waldrappe aus Zoos auf diesem Wege wieder zu Zugvögeln. Zusammen mit den Wildbruten der ausgewilderten Tiere werden dieses Jahr wieder rund 100 Waldrappe in Europa leben.
400 Jahre nach ihrer Ausrottung. Bald wird dieses Camp abgebrochen, denn der Tag des Aufbruchs rückt näher. In zwei Wochen soll der große Flug, die sogenannte Migration, in die Toskana starten. Dann freuen wir uns schon auf diese große Reise, dass es hoffentlich sicher alles gut klappt, dass wir die ganzen Etappen mit ihnen schaffen und dass sie dann sicher im Wintergebiet ankommen, damit sie dann ein freies Leben führen können. An einem Augusttag ist es soweit. In Überlingen beginnt der Flug in den Süden. 24 Tage wird er dauern. Eine Herausforderung ist die Überquerung der Alpen. Die Berge sind geschafft. Start zum Flug über die Poebene Richtung Florenz. 30 Waldrappe sind noch dabei. Ein Vogel starb auf der Reise, nachdem er Metallteile gefressen hatte. Nach 940 Kilometern erreichen die Waldrappe ihr Winterquartier in Orbetello. Die Schweiz ist auch ein Land der leuchtend grünen Wiesen. Doch was die Artenvielfalt anbelangt, sind das oft grüne Wüsten. Die intensive Nutzung, der Einsatz von Pestiziden, dies zerstört den Lebensraum zahlreicher Lebewesen. 45.000 Tier- und Pflanzenarten existieren in der Schweiz. Tausende davon sind vom Aussterben bedroht. Doch das Grün des Mittellandes wird auch selbst bedrängt. Jährlich werden 3.400 Hektar Kulturland zu Straßen und Bauplätzen. Das entspricht der Fläche von rund 5.000 Fußballfeldern. Wohlstand und Wachstum verlangen Raum. Auch in den Alpen, besonders im Tessin, ist in den letzten Jahrzehnten Kulturland verschwunden. Doch nicht menschliche Aktivität hat die Wiesen verschwinden lassen, sondern das Gegenteil davon. Der Rückzug des Menschen aus den steilen, abgelegenen Hängen. Die Wildnis kehrt zurück in die Tessiner Täler. Der Wald wächst. Eine Waldschule oberhalb von Locarno. Roberto Buffi hat sie mitgegründet. Der Tessiner ist Forstingenieur und Urwaldfachmann. Ein Wildnispionier. Im Tessin hat Buffi mitgeholfen, mehrere Waldreservate zu schaffen. Er kennt die Kritik, dass mit dem starken Waldwachstum die Biodiversität, also die Artenvielfalt, leide. Das ist ein bisschen Streitfrage oftmals. Und ich sage oftmals, Biodiversität ist nicht das Ziel, unbedingt. Nein, sondern eine wilde Natur ist das Ziel. Ja. Und die Natur entscheidet, wie divers die dann ist. Da bin ich verstanden, ja. Aha. Ich bin nicht einer, der Arten zählt. Und wenn ich auf 1000 komme, bin ich mehr zufrieden, als wenn ich auf 900 komme. Mhm. Das Ziel ist die freie Naturentfaltung und das Vertrauen in die Entfaltung. Mhm. Und die Freude, was passiert, die Schönheit an dem. Genau. Spinnenspezialist hat mir gesagt, oh, das ist wunderbar, da die dunkle Stelle, die fürchte, das ist genau für meine Spinnen. Und dann, wenn ich gehe mit einem Schmetterlingsspezialist, der sagt, nein, das geht nicht, ich muss Licht haben. Eben weil unsere Wissenschaftler haben das so, oft leider so. Spezifisch. Kein Modell oder Idee für die Natur. Im Waldreservat verzichtet der Mensch auf die Holznutzung. Ein Naturwald auf dem Weg zum Urwald. Totholz bleibt liegen, doch tot bleibt es nicht. Wir wissen ja mit Sicherheit, dass in dem Totholz unglaublich viele Lebewesen sind. Aha. Und dass das wichtig ist für den Boden, für die Biodiversität, für die Erneuerung des Waldes. Mhm. So dass man sagen, totes Holz, lebendiger Wald. Vielen Menschen macht er jedoch Angst, dieser Wald ohne menschliche Aufsicht. Angst vor der Wildnis, ja, Unbehagen nicht. Das kann man verstehen, zum Teil. Es ist Angst vor dem Irrationalen, vom Unbekannten, vom Nicht-Kontrollierten.
Und so etwas ist auch im Wald. Wer weiß, was alles negativ kann passieren da, oder? Aber wenn ich so, ich bin das Zentrum, ich bin mächtig, ich habe alles unter Kontrolle. Unaufhaltsam wächst der Wald im Tessin. Nicht, weil die Menschen es so möchten, sondern weil sie es nicht verhindern können. Auch im Unsernonetal liegen die Dörfer heute inmitten des Waldes. Viele Siedlungen sind aufgegeben worden. Und auch der Holzschlag rechnet sich längst nicht mehr. So hat man die Realität akzeptiert und aus dem Nordhang ein Waldreservat gemacht. Eines der größten der Schweiz. Die Bevölkerung hat zugestimmt, auch weil die Jagd und das Pilzsammeln weiterhin erlaubt sind. Nun lässt sich allmählich erahnen, wie ein Urwald aussehen könnte. Als Förster hat Roberto Buffi damals für diese Wildnis gekämpft. Die Reaktionen im Unsernonetal sind meistens gut gewesen. Für mich fast überraschend. Ich hatte also so Angst, dass das Nein kommt. Sie waren positiv. Und es hat doch so Leute gegeben, oder viele, die gesehen haben, ja, da machen wir etwas Gutes. Dann haben sie schon auch die Schönheit des Waldes gesehen, plötzlich. Ich weiss noch mal, nach einer Begegnung und einer langen Exkursion von einem Tag hat mir ein älterer Herr, also wirklich, es geht nicht um einen 20, sondern ein 70- und mehrjähriger Mann, gesagt, jetzt sehe ich den Wald mit anderen Augen nicht. Das ist dann entscheidend, so ein Moment sind entscheidend gewesen. Es ist für mich wirklich ein Seelenort. Basil Sauter verdient seinen Lebensunterhalt als Imker. Vor 40 Jahren ist er als Aussteiger hierher zuhinterst ins Unsernonetal gezogen und ist mit seiner Familie geblieben. In diesen Jahrzehnten hat er erfahren, wie die Menschen gegangen sind und die Wildnis gekommen ist. Nun lebt er mitten im Wald. Ich bin begeistert. Es macht mir keine Angst. Im Gegenteil, es freut mich, in einer Ruhe, in einer Oase von Stille können zu leben. Irgendwann mal kann sich sie auch wieder ändern, wenn es unten in den Tälern und in der Fläche dermaßen satt und gefüllt ist, dass man das Bedürfnis hat, wieder mehr in die Täler zu wohnen. Und dann wird vielleicht auch wieder ein Stück Wald abgerodet, damit man wieder Platz hat, um etwas zu pflanzen oder zum heuen. Wer weiß. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Fünf Uhr morgens, zuhinterst in einem Talkessel der Obwaldner Melchsee Furt. Noch hat der angekündigte Hitzetag die 2000 Meter über Meer nicht erreicht. Die Biologin Franziska Lörcher steigt auf zum Felsband, wo sich der Horst der zwei jungen Bartgeier befindet. Wir gehen so früh am Morgen hier rauf, weil wir eigentlich gerne wollen, dass Bartgeier noch nicht aktiv sind. Dass Bartgeier noch zum Beispiel am Schlafplatz sind, wo sie geschlafen haben. Dass wir in Ruhe das Futter deponieren und eigentlich innerhalb von einer halben Minute wieder weg ist und sie gar nicht so gross mitbekommen, dass wir Menschen das Futter bringen. Zwei Wochen zuvor sind die beiden Bartgeier, ein Männchen und ein Weibchen, in einer Felsnische ausgewildert worden. Und weil sie noch nicht Flügge sind, benötigen sie vorerst noch Futter von Menschenhand. Das Weibchen BFG 960 hat sich einen sehr exponierten Schlafplatz über dem Abgrund ausgesucht. Vorsichtiger ist das Männchen, welches sich unsichtbar in der Höhle aufhält. Die kommen im Moment fallwild über, wo die Wildhüter den Winter sammeln, sei das Reh, mal ein Gämschi, wo zum Beispiel bei Autounfällen ums Leben gekommen sind. Das bringen wir den Bargeier und sie nehmen davon, was sie brauchen. Dass sich das Weibchen meist über der Felswand aufhält, wird ihm später zum Verhängnis werden. Auch nach Franziska Lörchers Abgang bleibt ein Auge auf die Vögel gerichtet. Ein Kameraauge.
Hallo. Hallo, morgen. Und, alles gut geklappt? Ja, alles tipptopp. Bis ich früh aufstehe, es war schon wach. Super. Aber der Johannes ist in der Höhle gehockt, dort in der Ecke hinten. Ja. Und wegen 960 nach vorne am Zaun am Schlafplatz. Ah, okay. Und jetzt haben sie wieder frisches Futter. An der Flanke gegenüber vom Horst sind zwei Container in die Bergwelt gesetzt worden. Während dreier Monate werden von hier aus die Jungvögel beobachtet. Wir haben bisher insgesamt 7 Bargeier ausgebildet, also mit den 2, die wir jetzt hier oben haben. Den ersten 5 geht es gut. Wir haben von allen noch GPS-Daten, die wir regelmässig bekommen. Und der Alois zum Beispiel, den wir letztes Jahr ausgewildert haben, der war letzte Woche hier am Auswilderungsplatz. Er hat 2 Tage hier verbracht, ein bisschen Futter geklaut und uns vor allem erfreut mit seinem Besuch. Live-Bilder vom Horst. Besonders beobachtet werden die ersten Flugübungen. Sind die jungen Bartgeier erstmal flugfähig, werden sie ein weites Streifgebiet erkunden. Dieses kann bis ans Mittelmeer oder an die Nordsee reichen. Doch je jünger die Vögel bei der Auswilderung sind, desto eher werden sie später zum Brüten zurückkehren. Das ist eigentlich das, was wir mit dieser Auswilderungsmethode, dass wir die Vögel, bevor sie fliegen, in die Auswilderungsnische bringen, dann möchten erreichen, dass sie das als ihre Heimat anschauen und daher zurückkommen. Im alpinen Frühsommer ist das entrückte Bergtal eine menschenarme, überwältigende Blumenwiese. Doch schon bald wird auch hier oben mehr Betriebsamkeit herrschen. Dann ziehen die Elpler mit ihrem Vieh in die Nähe der großen Vögel. Einige Tage später wird sich im Horst der Bartgeier eine Tragödie ereignen. Das Weibchen BFG 960, das stets am Abgrund balancierte, wird von einer Sturmböe erfasst und beim Sturz über die Felswand getötet werden. Und was ist aus dem Urnabären geworden, dem ersten, der seit fast 200 Jahren in die Urschweiz zurückgekehrt ist? Am Sustenhorn, auf der Berner Seite der Kantonsgrenze, kam es Ende Juni zu einer denkwürdigen Begegnung. Roland Senn war mit seinem Bruder unterwegs zum Gipfel, als er im Schnee Bärenspuren entdeckte. Als ich die Gewissheit hatte, dass das ein Bär ist, ist mir etwas mulmig geworden. Weil die Spur war sehr frisch und von der Größe her muss ich annehmen, dass das ein Riesentier war. Und ich bin dann sehr unsicher geworden, was es denn weiter antrifft. Oder? Wie reagiere ich zum Beispiel, wenn ich zu einem Bär komme? Die Spur zog sich Richtung Gipfel, hinauf auf 3500 Meter über Meer. 200 Meter unter dem Gipfel haben wir dann eine Teepause gemacht. Und haben dann ein bisschen zurückgeschaut und haben auch die Landschaft ein bisschen geniessen. Und dann sehen wir auf dem zweiten Plateau unter den Bären eigentlich in einem sehr schnellen Tempo über die offene Fläche hinein gesprungen ist, richtig Brüche führen, also richtig Steingletscher. Für mich ist es ein bisschen nervös übergekommen, dass er fast ein bisschen in einer verzweifelten Situation ist, dass er auch, oder vielleicht ist er auch überrascht gewesen, in so einer grossen Gletscherwelt raufzukommen dort. Ein rätselhaftes Tier, dieser namenlose Urnabär. Wochenlang bleibt er unsichtbar. Dann taucht er unvermittelt wieder auf. Weit ab von allen Futterquellen. In einer grandiosen, doch eigentlich lebensfeindlichen Welt aus Fels und Eis. Im Osten Russlands liegt Kamtschatka. Eine Halbinsel im nördlichen Pazifik. Größer als Deutschland, doch kaum besiedelt. Es ist ein rauchendes Land. Von den 160 Vulkanen Kamtschatkas sind 29 aktiv. Reno Sommerhalders Suche nach der intakten Natur endet hier. In dieser weitgehend unberührten Wildnis. Seit Jahren kommt er immer wieder hierher, denn Kamtschatka ist nicht nur ein Land der Vulkane, sondern auch ein Reich der Bären.
In diesen Tagen warten sie an den Gewässern auf die Ankunft der pazifischen Wildlachse. Und dann kommen sie in riesigen Schwärmen. Lachse, am Ziel einer langen Wanderung aus dem Pazifik zurück zu ihrem Herkunftsort, um zu laichen. Und dann meist zu verenden. Der Tod der einen ist das Überleben der anderen. Ökosystem nennt sich das. Noch ist das Futterangebot verschwenderisch groß. Doch auch diese Wildnis ist bedrängt. In Asien steigt die Nachfrage rapide nach russischem Wildlachs, nach rotem Gold, dem Lachskaviar. Es droht eine Überfischung. Und so bleibt auch dieses menschenleere Naturparadies nicht verschont von menschlichem Tun. Präsentiert wurde von Honda Civic.